Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu meinem Quiz. Wie ihr hier sehen könnt, ich bin nicht bei mir zu Hause, ich bin unterwegs, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, mein Quiz für euch vorzubereiten. Ihr kennt die Spielregeln. Ich habe 4 Fragen und mein WatchMorph, also 5 Quizrunden insgesamt. Es gibt pro Runde 2 Punkte, wenn ihr sofort wisst, einen, wenn ihr anhalten müsst zum Googlen oder länger nachdenken. Beim WatchMorph am Ende gibt es 2x2 Punkte, 2 pro Uhr bzw. einen pro Uhr, wenn ihr länger braucht und Vergleichsbilder heranzieht. Es ist also ganz simpel, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr wusstet, was ihr nicht wusstet, wie es euch gefallen hat. Und was ich super klasse fand, ich habe auch einige Kommentare unter anderen Videos von mir gehabt, das wäre doch mal eine gute Quizfrage. Das macht mir das Leben natürlich total einfach. Und eine von diesen Anregungen ist tatsächlich auch heute in das Quiz eingeflossen. Also habt Spaß bei dem Quiz und ich wünsche euch ganz viel Glück. Drückt euch die Daumen, auf dass ihr möglichst viele Punkte bekommt und in jedem Fall viel Spaß dabei habt. Los geht's! Erste Frage, welcher deutsche Sänger hat zusammen mit der Juwelierkette und Uhrenmarke Wempe eine eigene Uhr auf den Markt gebracht? War das A. Marius Müller-Westernhagen oder war das B. Florian Silbereisen? War es vielleicht C. Udo Lindenberg? D. Klaus Lage oder war es vielleicht doch E. Herbert Grönemeyer? 10 Sekunden ab jetzt. Naja, die Uhrenbranche und das ganze rundherum intensiv verfolgen, wussten natürlich, dass es Herbert Grönemeyer war, der mit der Stahl 1 eine eigene Uhr zusammen mit Wempe auf den Markt gebracht hat. Das war die erste Frage, schauen wir uns direkt die zweite Frage an. Bei der zweiten Frage geht es um die Berliner Uhrenmarke Ascania. In welcher Verbindung steht Ascania mit den Filmen Der blaue Engel, Quacks der Bruchpilot und Die Blechtrommel? Möglichkeit A. Der Hauptdarsteller trug in den jeweiligen Filmen eine Ascania-Uhr. Möglichkeit B. Der Hauptdarsteller hat zeitweise für Ascania gearbeitet, bei Ascania gejobbt. Oder Möglichkeit C. Ascania hat die Filme gesponsert. Oder Möglichkeit D. Ascania hat, bevor sie Uhren hergestellt haben, optische Linsen, optische Utensilien und Kameras hergestellt und die Filme wurden teilweise mit Ascania-Kameras gedreht. Oder Möglichkeit E, die Filme wurden teilweise auf dem Ascania-Werksgelände in Berlin gedreht. 10 Sekunden ab jetzt. Ja, das ist eine Frage, die man natürlich entweder raten kann oder man weiß sie zufällig. Ascania baut noch gar nicht so lange Uhren. Ascania gibt es aber schon sehr lange und Ascania hat früher tatsächlich optische Instrumente gebaut, spezielle Kameras und in allen 3 genannten Filmen, also Der blaue Engel, Quacks der Bruchpilot und Die Blechtrommel, sind teilweise Ascania-Kameras zum Einsatz gekommen und haben dazu beigetragen, dass die Filme tatsächlich gedreht werden konnten. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen wir zur dritten Quizrunde. Bei der dritten Quizrunde könnt ihr, glaube ich, nur raten, wenn ihr es nicht wisst. Es gibt eine Marke Urkraft, ur-kraft.com. Die bieten nicht nur an, ihre Uhren in einem Konfigurator sehr individuell zusammenzustellen, sondern sie bieten auch an, die Uhren vor Ort selber zusammenzubauen. Und zwar nicht in großen Seminaren, sondern in kleinen Runden von 1 oder 2 Teilnehmern.
Wo sitzt diese Marke? Sitzt sie A in Duisburg, B in Dortmund, C in Essen, D in Gelsenkirchen oder E in Bochum? 10 Sekunden ab jetzt. Also für die, die aus dem Pott kommen, wissen es vielleicht. Vielleicht habe ich aber auch den einen oder anderen aus der Region überraschen können. Urkraft kommt aus Essen. Die sitzen dort und haben wirklich interessante Uhren, auch zum Teil sehr hochpreisige Uhren und auch hochwertige Uhren im Angebot. Schaut es euch einfach mal an. www.ur-kraft.com. Ich fand es ganz interessant und vor allen Dingen war es für mich eine Marke, die ich auch so noch nicht auf dem Radar hatte. Insofern fand ich das für mich selber auch sehr überraschend und sehr erfrischend. Sehr überraschend fände ich auch, wenn ich es tatsächlich schaffe, bald über die 3000 Abos zu kommen. Ihr könnt mir dabei helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen. Oder aber Freunde, Verwandte, die sich auch für Uhren interessieren, auf meinen Kanal aufmerksam macht, wird mir total helfen. Und falls ihr das alles schon gemacht habt oder da keine Lust drauf habt, wird mir auch ein Like reichen, weil YouTube zeigt, dass ihr mochtet meine Videos und schlägt meine Videos anderen Leuten vor. Insofern einfach den Daumen nach oben, hilft mir total und kostet euch nicht viel. Kommen wir doch direkt zur vierten Frage. Bei der vierten Frage geht es mal wieder um technische Daten, Gewichte und es ist auch, glaube ich, wenn man es nicht weiß, eine Schätzfrage. Wenn wir über Armbanduhren reden, dann reden wir immer über Gramm. Es gibt einige Breitlings, die wiegen unter 80 Gramm. Größere, schwerere Uhren wiegen auch schon mal 200 oder auch über 200 Gramm. Aber gehen wir mal von Armbanduhren weg, allgemein zu Uhren. Wie lang und wie schwer sind die längsten und schwersten Uhrzeiger der Welt? Ich habe das jeweils auf Minuten- und Stundenzeiger und Gewicht aufgeteilt. Sind das A 22 Meter für den Minutenzeiger und 17 Meter für den Stundenzeiger bei einem Gewicht von bis zu 7,5 Tonnen? Oder sind es B 35 Meter, 23 Meter und 12,3 Tonnen? Oder C 19 Meter, 11 Meter und 5,6 Tonnen? Oder ist es vielleicht doch weniger, D 8 Meter, 5 Meter und 0,975 Tonnen? Oder ist es noch weniger, E 6,5 Meter, 3,8 Meter und 0,65 Tonnen? 10 Sekunden ab jetzt. Es stand mehrfach in der Presse, es war sogar im Fernsehen, weil einige Zeiger ausgetauscht werden mussten. Es war ein relativ großer Akt. Diese Uhr ist von einem Unternehmen aus Calw bei Stuttgart konzipiert worden. Also es steckt ein gewisser Teil deutscher Ingenieurskunst in dieser Uhr. Es handelt sich dabei um die Turmuhr in Mekka. Und die Zeiger sind tatsächlich beim Minutenzeiger 22 Meter lang, der Stundenzeiger 17 Meter lang und die Zeiger haben ein Gewicht von bis zu 7,5 Tonnen. Selbst die arabischen Ziffern als Stundenindizes haben eine Höhe von 6 Meter. Absolut gigantisch, ein Riesenteil. Und ja, mich würde interessieren, habt ihr es gewusst? Schreibt es unten rein. Ich wusste, dass es die größte Uhr der Welt ist, nach meinem Kenntnisstand. Aber die Dimensionen und die Zahlen, die ich dann selbst mal nachgeschlagen habe, haben mich dann doch überrascht. Denn 7,5 Tonnen für einen Zeiger finde ich absolut ein Brett und eine unglaubliche Ansage. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, jetzt sind wir auch schon fast durch und kommen zum letzten Teil. Und das ist der Watchmorph. Und für diesen Watchmorph habe ich euch zwei sehr interessante Uhren rausgesucht, von denen ich wirklich nicht glaube, dass irgendjemand beide rausfindet, weil das echt richtig schwer ist diesmal. Schauen wir es uns mal an. So, hier sind die Uhren. 25 Sekunden
ab jetzt. Und habt ihr es erkannt? Schauen wir doch mal rein. Hier sind die Uhren überlagert. Ich habe die Logos sichtbar gemacht und ihr könnt sehen, es handelt sich einmal um die Wempe Iron Walker in Blau und das andere ist die Sinn 556 STSA IB, ebenfalls mit blauem Ziffernblatt. Ich fand das, glaube ich, eine der schwersten Watchmorphs, die ich hatte. Ich hatte die Sinn und habe die Iron Walker immer noch. Fantastische Uhren. Gefallen mir wirklich richtig, richtig gut und ich bin echt gespannt, wer von euch das rausgekriegt hat. Schauen wir jetzt noch mal kurz die Datenblätter an. Na, wie ihr sehen könnt, wir haben links die Sinn und rechts die Wempe Iron Walker. Die Sinn kostet an dem fünfgliedrigen Band 1380 Euro und die Iron Walker mittlerweile 2595 Euro. Deutlich teurer geworden innerhalb von nicht einmal 2 Jahren, hat mich also doch etwas überrascht. Beide haben einen Durchmesser von 40 oder knapp drunter Millimeter, die Wempe genau 40, die sind 38,5. Beide haben einen Bandanstoß von 20 mm, beziehungsweise die Sinn hat 20 mm, die Iron Walker hat ein integriertes Band, wo man nicht so leicht wechseln kann und beide sind wasserdicht, die sind bis 200 Meter, die Iron Walker bis 100 Meter. Die Iron Walker ist allerdings Chronometer zertifiziert, was die Sinn nicht ist. Insofern ist es hier eine Frage, worauf man Wert legt, was einem besser gefällt. Ich persönlich habe meine Entscheidung getroffen, ich habe die Sinn verkauft, weil mir die Iron Walker doch ein kleines bisschen besser gefallen hat, ein bisschen ausgefallener war. Insgesamt für mich das interessantere Gesamtpaket ist, ich will nicht sagen besser, weil natürlich der Preis schon eine Ansage ist, knapp doppelt so viel wie die Sinn. Aber insgesamt fand ich das Paket doch interessanter, was vielleicht auch daran liegt, dass ich schon so manche Sinn in meiner Sammlung habe, noch keine Wempe. Und insofern habe ich mich also für die Iron Walker entschieden. Beide sind aber ganz, ganz tolle Uhren, tragen sich beide sehr angenehm. Wobei dann die Sinn noch den Vorteil hat, dass man zwischen dem zweigliedrigen und dem fünfgliedrigen Band wählen kann. Man kann verschiedene Lederbänder dann machen, hat also hier die deutlich variablere Uhr. Die Iron Walker ist auf das Band festgelegt, was sich aber sehr angenehm trägt, wenn man sich einmal an die spezielle Schließe gewöhnt hat. Wer die Uhr von mir auf dem Stammtisch schon mal gesehen hat oder sie sich bei Wempe angeschaut hat, weiß genau, was ich meine. Die Faltschließe ist schon relativ speziell und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass man da ein bisschen robust rangehen muss, um sie zu öffnen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Uhr euch besser gefallen hat, welche ihr kaufen würdet, ob ihr gar keine von beiden kaufen würdet, würde mich sehr interessieren. Ja, das war mein Quiz für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.